Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Battlefield 1, in dem Fall wieder aus der Beta. Ich bin nicht allein, heute ist der Ryu wieder am Start. Hi Ryu! Hallöchen! Ja, und in guter alter Manier werden jetzt erstmal die Pünktchen eingenommen. Ich bin auf dem Pferd unterwegs erstmal. Kannst du kurz absteigen? Kann ich das bauen? Ich bin direkt auf Punkt... Boah! Ich bin direkt tot. Lol, weswegen? Ja, ein Bomber kam über mich geflogen. Oha. Der hat sich irgendwie scheinbar ganz schnell für mich und mein Pferd interessiert. Me and my horse. So in etwa, ja. Aber sehr schön. Da steht's immer noch, dann hol ich's mir wieder. Zack. So. Ah, ich spawne mal bei... Also ich reite Richtung E, dann könntest du bei mir spawnen, wenn du dich kurz geduldest. Ich bin jetzt gerade auf B. Ah. Okay. Auf C meine ich. We have taken objective Charlie. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Was? Wurde ich niedergesiedelt oder was? Ich kann nicht mitbekommen. Das fängt ja gut an hier. Alter, der Bomber ist die ganze Zeit immer über mir. Hab jetzt das zweite Mal rausgeholt und holt jetzt echt sich auch noch den Punkt E. Das war doch ich gerade machen. Gut, hilft nix. Hallo. Hallo. Alter, das gibt's doch nicht. Wie dunkel war das denn bitte da? Im Dunkeln ist gut munkeln. Ich hab den überhaupt nicht mehr gesehen. Eigentlich wollte ich Nahkampfangriff machen. Und nicht chargen. We are losing objective Charlie. Ach Gott, sitzt da drüben echt schon wieder ein Sniper. Auf dem Ding drauf. Von allen unbeachtet. Den werde ich mir jetzt mal holen. Wie komme ich da jetzt am schnellsten hoch? Oh, hier ist ja so ein kleines MG. Wusste ich gar nicht. Ah, hier oben war ich noch nie. Wo denn? Bei C auf so einem Dach, da sind so zwei MGs oben drauf gestellt. Ah. Ja, die Kartendetails sind schon sehr schön gemacht, muss man sagen. Mhm. Da ist schon mitgedacht worden. Boah, 94, lass ihm 6 HP stehen. Macht mich ja jetzt schon traurig. Na, irgendwie lassen sie 10 Grad aber doch mehr links liegen. Aber die Bomben, ja, die hier mal wieder runterkommen, hey. Die Bomben sind unglaublich nervig. Ich komme auch bisher gerade gar nicht ins Spiel. Ich will sie irgendwie versuchen zu snipen, mach's aber dann doch nicht und renne die ganze Zeit vor, wo dann der Gegner zuletzt war. Dann, ach Gott, das ist gerade anstrengend. Ja, oh, jetzt werde ich von... Oh Gott, im Landship hinter mir auf C.
Ach, die ganzen Fahrzeuge hier. Krass. Jetzt auf einmal bei C, weißt du? Die ganze Zeit in C und jetzt auf einmal bei C. Bist du tot? Nee. Bin auf jetzt. C. Ich bin nicht bei dir spawnen. Ich hoffe ja nicht. Jetzt kann ich's. Brauchst du Heilung? Jo, würde ich nehmen. Vielen Dank. Ich habe meine das Landship gerade weggemacht. Lol, fleißig. Wie hast du das gemacht? Granatenwerfer genommen vom Assault. Den habe ich gar nicht gesehen gerade, hey. Ich habe mich gerade am Kopf gekratzt. Halt die Tür zu. Der ist als Tanker hier reingeflohen, der Typ. So, endlich mal den Punkt holen. Sehr schön. Hier sind schon wieder irgendwo welche. Die kommen wahrscheinlich von D oder von F rüber. Beides möglich. Wir haben aber keinen der Punkte, deswegen. We have taken objective George. Hold on to it. Hängt der jetzt immer noch da? Oh Gott. Toll, werde ich durch die Tür behindert. We have lost objective butter. Okay, der ist aber weg. Na, ah, da war noch ein zweiter. Also oben im Haus bei C ist auch noch immer einer. Ich hatte gedacht, eigentlich könnte ich den rausholen, aber dann hat er sich dann noch von einem zweiten helfen lassen. Wie viele Sniper hier auch die ganze Zeit rundherum sind. Ah, in dem Haus bleibt Granate. Die ganze Zeit der eine Kerl. Ich finde aber, Gasgranaten sollten noch ein bisschen Schaden machen. Selbst wenn man die Gasmaske auf hat. Nee, ich finde aber, der Damage sollte schneller und intensiver sein ohne Maske. Ja, aber die Maske kannst du einfach viel zu schnell aufsetzen. Also du kannst es sehr leicht auswandern. Deswegen muss der initiale Damage so hoch sein. G haben wir verloren. Ja, wir haben eigentlich jeden Punkt gerade verloren. Wow. Kommt ein Panzer. Wo denn? Der kommt von Button aus. Richtung C, oder was? Richtung C. Der ist markiert. Oh ja. Ja, klar. Und da kommt noch ein Light Tank von Affe aus, von D. Das ist wirklich gerade ein bisschen heftig hier, was da passiert. Ich glaube, ich renne mal Richtung F, dass wir wenigstens wieder einen anderen Punkt haben. Also was mir immer wieder auffällt, dass Tanks im Allgemeinen zu wenig gefokust werden. Der kommt, die Leute rennen immer weg. Und wir haben schon unseren Armored Train. Ja, das spricht nicht für uns. Aber dann werde ich mal ein bisschen Zugfahrer spielen. Und hier mal die Flak besetzen.
Mal schauen, was man so vom Himmel holen kann. Ja, der Zug ist schon sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Aber wir liegen auch massiv hinten natürlich aktuell. We have taken objective dark. Boah, ich bin hier hart in der Zahl. Keine Chance. Von allen Seiten. Ich würde die ganze Zeit... Also wenn du einen Punkt versuchst einzunehmen, dann wirst du von allen Seiten wegbombardiert. Ja, wir sind gerade... Oh, lol, mit der Flak einen Headshot-Bonus bekommen. Ja, wir sind gerade auch allgemein wirklich heftigst unterlegen. Bin ich auch mal im Zug? Ja. Junge, fahr doch weiter auf A. Warum fahrt er jetzt nicht auf A mit dem Zug? Weil er doof ist. Jetzt fahrt er lieber auf B. Jetzt aber. Und jetzt fahrt er raus aus dem Punkt. Das ist ein Tipp. Das ist mal ein Zugfahrer, so wie man braucht. Der will bei der Deutschen Bahn anfangen. Jetzt fahrt er gleich wieder raus. Also Flak macht unglaublich viel Spaß in dem Spiel. Ja, also hier ist sie echt mächtig. Wobei ich jetzt in diesem in einem kleinkalibrigen Geschütz drin bin. Ja, ja, die ist aber auch cool. Echt stark ist. Leider nicht getroffen. We have taken objective bus. We have taken objective George. Na. Immerhin. Ein Punkt, ja. Mühsam, wenn jetzt nicht das Eichhörnchen. Aber ob es ein Sieg wird, ist verdammt schwer. Wahrscheinlich nicht. Ne, man muss sagen, der Zug reißt dafür zu wenig, wobei es diesmal jetzt gerade von den Punkten einigermaßen endlich mal gut aussieht. Ja, der Zug ist schon nicht schlecht, aber du musst halt immer noch gucken, dass du die inneren Punkte auch ein bisschen bekommst. Ja, ja, klar. Das ist eigentlich das Hauptproblem, also B zum Beispiel, aua, was war denn das? Oh, hi. Ja. Ja, der fährt viel zu schnell weg. Ich könnte die ganze Zeit Gegner kalt machen, aber so halt nicht. Oh, ich bin gelevelt. Den gekillt. Ja, du müsst einfach mal hier ein bisschen. Ja, ja, ein bisschen für Angst und Schrecken sorgen. Auch an der Stelle bleiben. Ja, siehst du, jetzt gleich wieder zurückfahren. Können die anderen sich drum kümmern.
gar kein Ziel für den Bomber bieten. We have lost objective Duff. Autsch. Wo? Wahnsinn, wir haben D und er fährt sofort weg zu G, wo kein Mensch ist, anstatt dass er bei D erstmal bleibt. Ja. Also geht doch. D gar nicht gehighlightet. Aber jetzt haben wir wirklich lange Zeit viele Punkte gehabt, aber man sieht, selbst darin holen wir kaum auf. Ja, ja. Die Gegner bringen halt auch immer noch Gegenwehr, ne? Tickets ja, verlierst ja auch durch was anderes. Ja, aber genau so ist es. Aber so an sich finde ich schon in Ordnung, dass der Armored Train diesmal an den schlechteren Spieler quasi ausgegeben wird. Ja, wenn ich mich dann an das andere Battlefield erinnere, da musstest du einen Punkt halten, damit du dann die Superwaffe hast. Und das war dann für das dominante Team, das wurde dann nur noch dominanter, weil es die ganze Zeit dann die Superwaffe hat. Und das war scheiße. Das war rein konzeptionell der allergrößte Käse. Oh lol. Oh, lol? Hm? Waffel, er hat lol gesagt. Ah, da ist gerade direkt ein Bomber abgestürzt, auf die Gleise gefallen. Achso. Wie so ein Stein. Aber wir haben von den Tickets gut abgeholt. Den hab ich runtergeholt. Ah, nice. Ich hab noch ein bisschen draufgeschossen, hab ich noch ein bisschen Assist bekommen. Du machst gut Punkte da mit deiner Flak, ey. Ja. Flak läuft. Wir haben aber von den Punkten schon echt heftig aufgeholt, muss man sagen. Das stimmt. Das ist zwar. Sieg wird immer noch sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Aber wir haben uns wenigstens wieder ehrenwert rangekämpft. Na, jetzt direkt mal zu A fahren. Bei A hängt wieder irgendjemand. Ja, A hat natürlich den Vorteil, dass du halt um den Berg stehen kannst und den Punkt trotzdem einnimmst. Mhm. Oder G. Oder geh, ja. Na, die letzten 3 Sekunden brechen an. Wie, ich hab den nicht gekillt. Mann, fahr doch nicht so weit weg, du Donkey. Ach, lol, was macht er denn? Ja, ich weiß auch nicht, warum er jetzt nicht im Punkt stehen bleibt. Ich kann so überhaupt nicht schießen. Er bremst immer viel zu spät ab. Der Zugfahrer ist ein Horror. Ja. Aber das leider die Niederlage. Ja. Aber wir haben alles getan, um uns noch irgendwie ansatzweise da ran zu schießen. Der Zug hat schon mal ordentlich was vom Gleichgewicht verändert, aber nicht genügend. Nicht genügend leider, ja. Das Weil ist wohl wahr. Aber wir waren hier. Enemy Vehicles Destroyed in unserem Zug. Der Beste. Mhm. Und wir sind zu zweit. Ja. Und Dritter in Enemy Killed by Vehicles. Und ansonsten erster und sechster Platz, glaube ich, da braucht man sich bei angezeigten 44 Spielern nicht verstecken, wobei 44 pro Seite sind es nicht. Das sind wahrscheinlich mit Leuten, die gegangen und wieder gekommen sind. Ja, ja, die werden ja auch noch gut. Aber wir können uns sagen, an uns lag es nicht. Gut. Der Zug hat auf jeden Fall uns nochmal ordentlich nach vorne gebracht. Absolut. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.